Gottlieb Daimlers Standuhr ist der weltweit erste schnell laufende Verbrennungsmotor, der mit Benzin betrieben wird. Der Einzylinder ist leicht und mit 1,1 PS trotzdem stark genug, um ein Fahrzeug antreiben zu können. Eine unglaubliche technische Errungenschaft und ihrer Zeit weit voraus. Mit 600 Umdrehungen pro Minute war der Benzinmotor äußerst leistungsfähig und durch die kompakte Bauweise ideal für den Einsatz in einem Fahrzeug. Der Traum der individuellen Fortbewegung war damit zum Greifen nah. Doch wer war dieser Erfinder, der den Grundstein für das erste Automobil der Welt legte? Hier im ersten Mythosraum findet der Besucher die Antwort. Der Raum ist den Pionieren des Automobils gewidmet. Gottlieb Daimler und Carl Benz. Beide entwickelten unabhängig voneinander im Jahr 1886 die ersten Automobile. Es ist ihrer Neugier und ihrem Forschungsdrang zu verdanken, dass mit ihren Erfindungen die Motorisierung und damit auch die Mobilisierung der Menschheit ihren Anfang nahm.